Parlamentarische Staatssekretärin Schwarzer-Lürsutter. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Antisemitismus gilt als der älteste Hass in Europa und nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund des Erinnerns an die 80 Jahre zurückliegende Wannsee-Konferenz, auf dem der Völkermord geplant, dann auch beschlossen und ja anschließend durchgeführt wurde, empfinde ich es als extrem beschämend, dass antisemitische Vorfälle, und Sie haben sie auch alle noch mal beschrieben, und Straftaten seit Jahren zunehmen. Dem müssen wir uns ganz entschieden entgegenstellen und dagegen kämpfen wir mit ganzer Kraft. Antisemitismus in Deutschland und Europa kann natürlich nicht zentral aus Brüssel oder Berlin bekämpft werden. Gebraucht wird immer die unmittelbare und konkrete Arbeit auch auf der lokalen Ebene. Die Strategie der EU zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens, über die wir heute sprechen, hat es fest im Blick. Und diese Strategie setzt zugleich ein deutliches Zeichen, dass der Antisemitismus in der ganzen Europäischen Union keinen Platz haben darf. Um dieses Ziel näher zu kommen, braucht die Arbeit an der Basis in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern. Und daher bekämpfen wir den Antisemitismus auf allen föderalen Ebenen. Diesen Kampf haben wir in den letzten Jahren deutlich verstärkt und wir werden ihn weiter verstärken. Gerade weil für zentrale Lebensbereiche etwa Bildung, Justiz, Polizei und Kultur zu einem großen Teil die Länder zuständig sind, wollen wir eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern noch weiter und noch enger verzahnen. Und deshalb haben wir die gemeinsame Bund-Länder-Kommission gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens eingerichtet. Deren wichtige Rolle wird von Ihnen, den Ländern, im Beschlussentwurf ausdrücklich unterstrichen. Das zeigt auch, dass hier im Bundesrat genau der richtige Ort ist für diese Debatte. Wir alle sind in unseren Parlamenten mit einer Partei und einer Gesinnung konfrontiert, die den Nationalsozialismus relativiert, verharmlost, teils sogar verherrlicht. Und daher ist es so wichtig, dass wir Bund und Länder hier gemeinsam gegenhalten. Die Ideologie, die Deutschland und Europa schon einmal beinahe zerstört hat, darf nie wieder die Oberhand erhalten. Gerade deshalb ist diese Strategie der EU ein so wichtiges Signal. Sie ist ein zusätzlicher Impuls, die Arbeit in diesem gesellschaftspolitischen Feld weiter zu verstetigen. Ihr Ziel, in allen EU-Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Prävention von und im Kampf gegen Antisemitismus zu investieren, ist das Ziel aller Demokratinnen und Demokraten. Zum erfolgreichen Kampf gegen den Antisemitismus, gegen Hass und Hetze, gehören für mich verlässliche Strukturen innerhalb einer funktionierenden Zivilgesellschaft. Deshalb werden wir als Bundesregierung so bald wie möglich das Demokratiefördergesetz vorlegen. Bundesfamilien- und Bundesinnenministerium arbeiten gemeinsam daran. Meine Damen und Herren, Sie sehen, der Kampf gegen Rechtsextremismus sowie jeglichen Extremismus sowie die Erforschung, Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus hat für die Bundesregierung, für die Bundesministerin Nancy Faeser besondere Priorität. Dieser Kampf ist eine ebenen- und politikübergreifende Querschnittsaufgabe. Wir brauchen einen vernetzten Ansatz und hier muss interdisziplinär breit gedacht werden. Und selbstverständlich geht es hier um deutlich mehr als lediglich sicherheitspolitische Maßnahmen. Gegen Antisemitismus einzutreten ist für uns nicht zuletzt vor unserem geschichtlichen Hintergrund eine besondere Verantwortung und eine besondere Aufgabe. Sie erfordert, dass wir uns gemeinsam für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt stark machen. Dass dieser Zusammenhalt brüchig geworden ist, vielleicht auch Risse bekommen hat, spüren wir alle in den aktuellen Auseinandersetzungen um die Corona-Politik von Bund und Ländern. Und meine Vorredner haben dies ja auch noch mal beschrieben. Das äußert sich in heftigen Diskussionen und Anfeindungen auf der Straße und auch im Netz. Es ist nicht neu, dass Antisemiten Krisen als Plattform für Hetze und Hass nutzen. Und derzeit ist vor allem die Corona-Politik ein wesentliches Objekt antisemitischer Hetze. Ich denke, das erschreckt uns alle.
Und ich hoffe, dass wir uns im europäischen Rahmen auf Maßnahmen verständigen, die zumindest die ungehinderte Agitation im Internet erschweren. Dass die Länder unabhängig von den unterschiedlichen parteipolitischen Ausrichtungen in den Regierungen die von der EU-Kommission vorgelegten Empfehlungen und Handlungsschwerpunkte gemeinsam begrüßen, zeigt, dass wir den Kampf gegen den Antisemitismus gemeinsam einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Und von diesem ganzheitlichen Ansatz soll auch die nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben getragen sein. Daran arbeitet der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus gemeinsam mit den Ressorts und der Zivilgesellschaft. Unsere nationale Strategie soll zugleich anschlussfähig sein an die Strategie der EU. Sie soll anschlussfähig sein an all das, was sich in Deutschland bereits an Strukturen, Aktivitäten und Maßnahmen auch auf Länder- und kommunaler Ebene etabliert hat. Ich bin zuversichtlich, dass wir angesichts diesen gemeinsamen Verständnissen den Antisemitismus besser bekämpfen können. Shalom.